Hallo, mein Name ist Huang Mingwen. Ich bin seit Dezember Praktikantin bei Channel Welcome und ich wollte euch einen kurzen Blick in mein Leben anbieten und mich kurz vorstellen. Ich bin schon seit meiner Kindheit an Journalismus interessiert und obwohl ich meistens mit Textproduktion gearbeitet habe, wollte ich mal was Neues ausprobieren und deswegen wollte ich durch Channel Welcome auch ein bisschen über die Filmproduktion lernen und neue Erfahrungen sammeln. Ich bin vietnamesisch, bin aber in der Tschechischen Republik geboren und aufgewachsen und daher, dass ich in zwei Kulturen aufgewachsen bin, kann ich auch nicht so genau sagen, ob ich mich eher tschechisch oder eher vietnamesisch fühle, weil für mich die zwei Kulturen so eng miteinander verbunden sind, dass ich sie nicht mehr voneinander trennen kann. Meine Eltern sind während der kommunistischen Zeit aus Vietnam nach Tschechien gekommen, als Gastarbeiter. Und dann sind wir, also ich und meine zwei Geschwister, alle in Tschechien geboren. Genauso wie meine Eltern sind auch viele andere vietnamesische Leute nach Tschechien gekommen. Und mittlerweile gibt es eine ziemlich große Kommunität bei uns im CHEP. Wir unternehmen auch sehr viel zusammen. Zum Beispiel feiern wir jedes Jahr den Lunaren Neujahr oder Muttertag, Kindertag, Frauentag. Diese Tage sind jeweils an anderen Daten als in Europa oder im Rest der Welt gefeiert und die Traditionen und Bräuche sind auch anders. Vietnamesen in Tschechien arbeiten meistens in kleinen Kiosks oder an Märkten und wenn man auf so einen Markt geht, fühlt man sich manchmal, als ob man in Vietnam ist, weil überall nur Vietnamesen zu sehen sind und vietnamesisches Essen riecht überall. Von irgendwo spielt immer vietnamesische Musik, irgendwelche traditionellen Lieder oder so. Leider haben die Vietnamesen aber die Tendenz, sich von der tschechischen Gesellschaft auszuschließen und eher in der Kommunität zu bleiben. Sie kommunizieren nicht so viel mit den Tschechen und das führt dann dazu, dass sie auch nach längerer Zeit, wo sie in Tschechien gelebt haben, nicht so gut Tschechisch können oder gar nicht Tschechisch können. Die zweite Generation von Vietnamesen, zu der ich auch hingehöre, sind dagegen anders. Also wir wachsen in einer doppelten Kultur auf und wir müssen uns zwar an die tschechische Gesellschaft anpassen, aber gleichzeitig müssen wir auch unsere vietnamesischen Werte schätzen und uns auf die Regeln unserer Eltern orientieren. Zum Beispiel ich und meine Geschwister oder meine vietnamesischen Freunde unterhalten uns meistens auf Tschechisch, weil es für uns einfacher ist. Die Mehrheit von der zweiten Generation kann besser Tschechisch sprechen als Vietnamesisch. Vietnamesen sind von Natur sehr fleißige Menschen. Sie arbeiten hart und lang. Vor allem die, die emigriert sind, weil der Hauptgrund, warum sie eigentlich emigriert sind, ist, weil man in Vietnam nicht so viel Geld verdienen kann, um die ganze Familie zu versorgen. Sie fühlen sich finanziell verpflichtet gegen ihre Kinder oder gegen die Verwandten in Vietnam. Und deswegen stellen sie so viel Wert auf ihre Arbeit. Genau weil meine Eltern so viel gearbeitet haben, also die sind immer früh am Morgen gegangen und spät am Abend zurückgekommen aus der Arbeit, müssen wir eine andere Person haben, die sich um mich und meine Geschwister kümmert. Für uns war es eine tschechische Frau, die wir Tante genannt haben, Tante Vlasta. Tante Vlasta hat uns immer nach der Schule abgeholt und dann haben wir bei ihr zu Hause mal unsere Hausarbeiten geschrieben oder Bücher gelesen, ferngesehen und auch zu Tanztrainings gegangen, weil sie uns zu tanzen gebracht hat. Das war eigentlich ein großer Teil von meiner Kindheit, weil ich zweimal in der Woche zum Tanztraining gegangen bin und am Wochenende auch zu Tanzturnier gefahren bin. Im Allgemeinen haben vietnamesische Leute in Tschechien einen eher guten Ruf. Der Stereotyp besagt so, dass die Eltern hart arbeiten, fleißig sind, keine Probleme verursachen und die Kinder gehorsam sind, gut in der Schule und so weiter. Komischerweise können auch diese positiven Stereotype schäden. Zum Beispiel, wenn ein vietnamesisches Kind eine schlechte Note bekommt, fühlt es sich, als ob die Welt enden soll, nur weil man die Erwartungen von den Eltern und auch von den Lehrern und anderen Leuten nicht erfüllt hat. Es gibt sehr viel Druck aus der Seite der Eltern, was die Schule betrifft. Also sie wollen, dass ihr Kind
das Allerbeste ist in der Klasse, natürlich, nach der Schule aufs Gymnasium geht, danach auf die Uni. Eine Ausbildung kommt zum Beispiel gar nicht in Frage für Vietnamesen, in meisten Fällen. Und ich als Kind habe diese Anstellung sehr unfair gefunden. Ich habe immer versucht, mit meinen Eltern darüber zu streiten, was ich später im Leben machen will. Ich wollte immer Floristin werden und meine Mama war immer dagegen. Und erst als ich älter geworden bin, habe ich verstanden, warum meine Eltern eigentlich diese Einstellung haben. Es ist einfach, weil sie während der Kriegszeit in Vietnam aufgewachsen sind und deswegen verstehen sie auch ganz genau, wie es sich anfühlt, arm zu sein und nichts zu haben. Und sie wollen natürlich, dass ihre Kinder eine andere Zukunft haben und dass sie nicht das Gleiche wie sie erleben müssen. Jetzt sind meine Eltern ziemlich zufrieden mit mir. Ich habe das Abitur gemacht und danach nach Deutschland umgezogen, um an der Uni Augsburg zu studieren. Jetzt studiere ich im 5. Semester Medien-Kommunikationswissenschaften. Obwohl Tschechien und Deutschland Nachbarn sind, gibt es trotzdem Unterschiede zwischen den zwei Ländern. Und vor allem merke ich das zum Beispiel, wenn ich in einen Laden komme, die Verkäuferin mich höflich fragt, ob sie mir helfen darf oder so. Und wenn ich das Laden wieder verlasse, wünscht sie mir einen schönen Tag und lächelt schön. Sowas sieht man in Tschechien eigentlich eher selten. Einen großen kulturellen Schock hatte ich allerdings nach dem Umzug nach Deutschland nicht. Ich habe zwar einmal einen Weißwurst in der Pfanne gebraten und damit meine Mitbewohner erschrocken, aber ansonsten größere Fauxpas oder Probleme hatte ich nicht, weil ich schon so europäisiert bin. Mit der deutschen Sprache habe ich am Anfang noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich zwar in der Schule schon Deutsch gelernt habe, für die Uni hat es allerdings nicht gereicht. Und ich musste viele Vokabeln noch lernen, um eigentlich in den Vorlesungen überhaupt zu verstehen, worum es geht. Jetzt würde ich sagen, dass ich nur ganz selten Schwierigkeiten kriege bei Konversationen mit anderen Leuten oder beim Zuhören im Hörsaal. Geht es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt versucht, mein Porträt ein bisschen anders zu gestalten. Nicht so viel über mich selbst zu reden, sondern die Möglichkeit auszunutzen, die vietnamesische Kommunität in Tschechien ein bisschen vorzustellen. Ich glaube, dass es in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ähnlich ist, bin mir aber nicht so ganz sicher, weil ich erst seit 2 Jahren in Augsburg wohne und nicht so viel im Kontakt mit der vietnamesischen Kommunität hier bin. Vielleicht könntet aber ihr Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen in den Kommentaren schreiben, mit uns Ihre Geschichte teilen. Wir würden uns wirklich sehr freuen.